International Matchplay Trophy, ein ganz besonderes Turnier. Es spielen Mädchen und Jungs in der Altersklasse bis 17 Jahre und eben Matchplay. Der Nachwuchs aus 6 Nationen ging im Golfclub Sinsheim an den Start. Initiiert vom Landesverband Baden-Württemberg und mit Martina Eberl als Patin und ehemalige Siegerin von der Profitour, wo die Mädchen und Jungs einmal hinwollen. Es macht immer Sinn, Turniere für Jugendliche zu machen, weil das ist die Zukunft vom Golf, ist klar. Was mich hier sehr beeindruckt, ist, dass alle mit Herzblut dabei sind, dass ein Landesverband ein internationales Turnier veranstaltet. Das ist schon außergewöhnlich und ich finde das toll. Spannung pur schon in den Halbfinals. Beide Partien bei den Mädchen entschieden sich erst am ersten Extraloch. Anna Ruttert, Bundesligaspielerin in der Hummelbach-Aue, setzte sich gegen die erst 14-jährige Caroline Hermes aus St. Leon Roth durch. Und Jacqueline Klemm besiegte an ihrem 17. Geburtstag in der Verlängerung Caroline Zolk, die Siegerin von 2014. Es war super schön organisiert. Es war toll hier mit dem Wetter. Es hat alles zusammengepasst. Der Platz war in einem super Zustand und war schön hier. Bei den Jungs kam es zu einem deutsch-niederländischen Duell. Der Berliner Nikolai Schaffrath hatte sich gegen den erst 14-jährigen Christian Hellwig vom Kölner Golfclub durchgesetzt. Der Holländer Manik Modder, der in Aschaffenburg lebt und für Kiawa Rietstadt startet, besiegte Lars Kaffitz vom Golfclub Rheinhessen. Ja, es ist ein super Turnier. Hat Spaß gemacht zu spielen. Ist auch mal was anderes, mal Matchplay zu spielen dann, anstatt nur C-Spiel. Und hat bei mir auch am Anfang gut geklappt. Erol Simsek kam als Leiter der türkischen Delegation. Der ehemalige deutsche Profi auf der European Tour ist heute Sportdirektor beim türkischen Verband. Er schätzt besonders die Spielform bei der EMT. Unsere Spieler oder Spielerinnen, die spielen überhaupt kein Matchplay. Die spielen immer Einzelturniere und Matchplay ist immer ein ganz anderes Turnier. Und auch ich habe in meiner Profilaufzeit auch wenig Matchplay gespielt. Und wenn ich gespielt habe in Deutschland, PGA of Germany, Matchplay-Turnier, habe ich immer gefreut. Im Finale der Mädchen lagen Anna Ruttert und Geburtstagskind Jacqueline Klemm lange gleich auf, mit leichten Vorteilen für die Westdeutsche. Auf den zweiten neuen die Spielerin vom hessischen Club Hofhausen vor der Sonne zu oft auf Abwägen. Schon auf der 14 war alles vorbei. Mit 5 und 4 siegt Anna Ruttert. Ja, also es ist schon eine sehr große Ehre erstmal und natürlich freut man sich immer über ein gewonnenes Turnier und ja, hat schon Spaß gemacht. Der Vater der Veranstaltung ist Manfred Kohlhammer. Er freut sich besonders über das immer weiter steigende Niveau bei der nun schon 7. Austragung der Trophy. Ich war von Anfang an optimistisch, dass dieses Turnier ein Renner wird und es zeigt mir, es ist einer geworden. Bei den Jungs lieferten sich Nikolai Schaffrath und Manik Modder ein ausgeglichenes Duell auf hohem Niveau. Jede Abkürzung wurde dankend angenommen, ein Birdie ans nächste gereiht. Der Berliner hatte immer mal wieder die Nase vorn, aber Modder konterte. Und erst auf der 18 fiel die Entscheidung. Der Niederländer im Pech, sein Abschlag endet in einem kleinen Erdloch. Schaffrath puttet zum Birdie. Zum Paar vom Sunnyboy aus Holland geschenkt. Also ich war letztes Jahr Dritter, das war schon ziemlich gut und ich wollte eigentlich dieses Jahr gewinnen, weil ich dachte, ja, Dritter, geil und jetzt dieses Jahr gewinnen. Ich habe 66 gespielt am ersten Tag und dachte ich, ja, come on. Und leider ist das nicht bei rausgekommen, aber das Turnier war richtig gut, fand ich, und ich habe ziemlich gut gespielt. Die Goldmedaille und der Pokal gehen an den sichtlich bewegten Nikolai Schaffrath vom Golf- und Landclub Berlin-Wannsee. Ja, also es fällt mir noch schwer, das zu realisieren. Ich denke, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber es bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Es ist auch mein erstes wirklich großes Turnier, was ich gewonnen habe. Und ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Die Siegerehrung mit den Matchplay-Gewinnern Anna Ruttert und Nikolai Schaffrath war der stimmungsvolle Abschluss einer vorbildlichen Veranstaltung in Sachen Nachwuchsförderung.